Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Naturreservat Malung. Wir haben gerade gefrühstückt. Ich werde jetzt gleich mal das Dachzelt zusammenfalten. Und hier unten freut sich Milli gerade riesen auf Steine werfen. Er wirft einfach total gerne Steine ins Wasser. So, das war es auch schon mit dem Dachzelt zusammenbauen. Geht relativ schnell. Was ich euch noch zeigen wollte, wir haben ja irgendwann mal bei Instagram gesagt, hey, wir machen Stickertausch. Also ihr bei YouTube natürlich gerne auch, wenn ihr Sticker habt. Schreibt uns einfach, gar kein Problem. Und wenn ihr nicht wisst, wo ihr uns findet, schreibt uns doch bei Instagram oder schaut mal auf die Webseite, die ist ja verlinkt. Und schreibt uns an, schreibt uns eure Adresse, wir schicken euch einen Sticker. Und eure Sticker wollte ich euch jetzt auf jeden Fall mal zeigen. Die sind nämlich hier, die ersten angekommen von euch und die sind in unserem Waschbecken. Hier schaut mal, das Sunnyside, auch sehr cooler Kanal und natürlich unser Kleber, eh klar. Der hier ist auch sehr, sehr geil. Und hier noch der nächste. Das waren auf jeden Fall die ersten Sticker, die bei uns angekommen seid. Wenn ihr Sticker habt, schickt uns die Sticker. Wir haben noch ganz viel Platz. Das ist auch nicht die einzigste Kiste und die Kisten stehen eigentlich auch immer draußen, wenn wir unterwegs sind und irgendwo parken und länger sind. Dann holen wir die Dinger raus, weil wir wollen sie ja ständig benutzen. Und dann werdet ihr auf jeden Fall gesehen. Also packt drauf, wir freuen uns auf eure Sticker und kleben die auf jeden Fall hin. Das war jetzt dann Teil 3. Drei Tage Autofahren. Vier Tage Autofahren. Oder vier Tage, ja, aber gut, ich meine, wir sind natürlich nicht ganz so lange Auto gefahren. Fünf Stunden gefahren, das reicht. Wir sind fünf Stunden gefahren, wir sind ganz viel Landstraße gefahren. Sind dann auch tatsächlich von der Europastraße abgewichen. Habt ihr ja gerade gesehen, die Fahrt. War trotzdem relativ cool. Aber es zieht sich schon, ne? Es zieht sich extrem. Es ist jetzt nicht nur hier einmal Autobahn heizen. Ist ein minimals anstrengender, aber nun gut. Der Kleine hat es relativ gut gemeistert. Der sitzt nämlich jetzt noch im Wagen und guckt, glaube ich, PJ Mask. Ja. Sehen wir dann später, ob er es danach gut gemeistert wir hat. Wir werden nachher gleich sehen, nicht, ob er es gut gemeistert hat. Fakt ist, ihr habt gesehen, wie wir gerade hierher gefahren sind. Und ich zeige euch jetzt mal, wie es hier aussieht. Das ist nämlich richtig abgefahren. So, ihr Leute, von hier vorne sind wir gekommen. Hier parken wir jetzt. Ist auf jeden Fall genügend Fläche. Und ihr seht schon, hier hinten wird es gleich richtig geil. So, das ist für uns heute unser privater Waldweg zum See. Wie dieser See genau heißt, ich versuche es nochmal auszusprechen. Ich schaue nochmal genau, wie man den denn schreibt. Und packe ich euch dann gleich hier mit ins Video rein. Guck mal, Maus. Ist doch einfach nur noch geil hier. Du und deine Steine, ne? Läuft. Na gut, fangen wir an. Einen kleinen Haken muss natürlich jeder Platz haben. Ich habe den für heute mindestens schon mal gefunden. So kann man sehen. Wir sind in der Flughafenkontrollzone. Und ich glaube, Kopterfliegen wird hier ein bisschen schwierig. Ich lese mal nochmal genau nach. Aber das Schlimmste ist ja nicht, hier abzuheben und entsprechend noch im Norm zu bleiben. Sondern das Schlimmste ist definitiv, dass ich ja jedes Videoschnipselchen, das ich mit der Drohne mache, dann auch noch freigeben lassen muss.
von dem Land, whatever, wie die genau heißen. Da müssen die Sachen hochgeladen werden und hinterher geben die die Videoschnipsel frei oder akzeptieren die Videoschnipsel nicht und dann dürfen wir die definitiv nicht veröffentlichen. Ja. Okay, du singst mir gleich ein Lied. Also mal ganz ehrlich, ne? Ich glaube, er findet den Platz richtig geil. Nun gut, Fakt ist, es muss natürlich jeder Videoschnipsel, der mit der Drohne gefilmt wird, freigegeben werden. Ich weiß, die meisten machen das da draußen leider nicht. Ist aber definitiv so, kann richtig teuer werden. Und ich habe auch schon von ein paar Fällen gehört, dass die richtig viel Geld bezahlen mussten. Dementsprechend werde ich sie freigeben lassen. Und wenn ich hier in der Flughafenkontrollzone fliege, kriege ich es, glaube ich, nicht so durch. Gibt Ärger. Ich lese mal noch mal genau nach. Ansonsten kommen jetzt gleich Drone-Shots. Wir sind heute 5 Stunden Auto gefahren und haben einen ziemlich coolen Stellplatz gefunden. Und ich bin ganz schön Autofahr-K.O. Ja, reicht jetzt auch. Wir brauchen jetzt, glaube ich, mal irgendwie Pause von so lange Autofahren. Ja. Ich glaube, das Kind braucht auch, also nicht das Kind. Ich meine, wir sind jetzt bei Östersund angekommen. Das ist so die gute Mitte von Schweden. Ich wäre gern in 2 Tagen nach hochgefahren, aber mit dem kleinen Jungen besser nicht machen. Besser nicht machen. Ja, er braucht noch so viel. Genau. Naja, jedenfalls haben wir jetzt gerade schön Abend gegessen und jetzt werden wir hier mal so den Sonnenuntergang über dem See genießen, der eigentlich quasi direkt hinter unserem Caddy ist. Der ist hier von vielleicht 20 Meter entfernt, so 3 Bäume im Weg. Und eigentlich ein ziemlich cooler Platz. Ich werde hier gleich mal noch 1-2 Bilder machen und eine kleine Timelapse für euch. Und dann melde ich mich nachher nochmal. Das war der Sonnenuntergang. Hat sich schon fast gelohnt, so weit zu fahren. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Jetzt noch schön Abendrot. Und ich glaube, ich werde jetzt mal schauen, wie kalt es ist. Murat würde jetzt sagen, ist so kalt oder so kalt? Nun gut. Murat, wenn du das siehst, ich glaube, hier ist so kalt. Ich werde es dir sagen. Nun gut. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das war auf jeden Fall unsere Anreise. Schweden 2021. Bis morgen.